Gisela, brauchen Sie den 50er noch? Na, Moment, nein, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hätte noch ein super tolles Kunststück dabei. Dazu sollte der aber nicht mehr gebraucht werden. Gisela, brauchen Sie den 50er noch? Ich reiß mal von dem 50er einfach so eine kleine Ecke ab. Die meisten sagen, es traut er sich nie. Guck mal, die Flamme zittert schon. Doch. Ja, sowas sieht man nicht jeden Tag. Ja, ich würde sagen, Gisela, Ihre Kohle. Die verschwindende Zigarette in der schnellen Version. Maria, die ist kaputt. Die ist kaputt. Die war verstopft. Ja, da waren 50 Euro drin. Sechs, acht, drei, vier, vier, sechs. Sie kriegen von mir, ich habe noch so einen alten 100er, den kriegen Sie da. Sie bekommen von mir einen echten Zaubertrick. Sehen Sie, kriegen natürlich noch eine Autogrammkarte dazu. Mit Original-Autogramm. Dann kriegen Sie von mir noch ein Prospekt. Ich habe hier nämlich schon die neuen 1-Euro-Scheine. Dann kommen noch meine Memoiren, meine Biografie. Ich habe noch 50 Euro, die sind noch unversehrt, die gibt es auch noch dazu. Und Gisela, Sie bekommen noch etwas, was Sie für kein Geld dieser Welt bekommen. Nämlich einen Riesenapplaus für Gisela! Herzlichen Dank, Gisela.